my heart, what is it that you do? Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich, wie man sehen kann, gerade in unserem zukünftigen Babyzimmer und stehe jetzt sozusagen vor dem Herzstück aus diesem Raum, und zwar vor unserer Wickelkommode. Und genau die möchte ich euch heute nämlich etwas genauer vorstellen. Ich zeige euch einfach, was wir wie organisiert haben, wie wir bestimmte Produkte verstaut haben und natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, das Optische. Ich habe hier jetzt die letzten Wochen und Monate wirklich sehr viel Zeit und Liebe in diesen Raum investiert, habe mir Gedanken gemacht, was man wie gestalten könnte, welche Farbwahl, und möchte euch jetzt heute gerne das fertige Ergebnis vorstellen, auf das ich wirklich sehr stolz bin. Und ich muss sagen, es war eine ganz tolle Zeit, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, diesen Raum hier einzurichten. Und natürlich werde ich euch auch bestimmte Produkte in der Infobox verlinken, zum Beispiel den Wickelaufsatz und so, damit ihr wisst, wo wir die Sachen eingekauft haben. Und falls ihr Interesse an diesem Video habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt, und ich würde sagen, los geht's. So, und dann kommen wir natürlich erst einmal zu dem größten Möbelstück, und zwar zu der Kommode. Und zwar haben wir uns hier jetzt für die IKEA Hemmnis-Kommode entschieden, und zwar die große Variante in der Farbe Weiß gebeizt. Dazu habe ich mich dann einfach dazu entschlossen, einen Wickelaufsatz zu kaufen. Den gibt es in einem Online-Shop, und zwar nennt er sich puppdaddy.de. Werde ich euch, wie gesagt, auch in der Infobox verlinken. Und zwar ist das Schöne hierbei, dass es einfach ein Aufsatz ist, den ich auf jede sozusagen IKEA-Kommode rauf machen kann, und ich kann ihn auch wieder abnehmen. Denn mir war es persönlich ganz wichtig, dass wenn der Kleine groß genug ist und sozusagen nicht mehr gewickelt werden muss, dass wir kein Möbelstück haben, welches dann überflüssig ist, sondern welches wir dann generell einfach weiterverwenden können, indem wir die Kommode abnehmen. Und so haben wir auf jeden Fall uns für dieses Modell oder für diese Variante entschieden. Hier drauf seht ihr dann eine Wickelauflage, die ebenfalls aus dem Shop PuppDaddy ist. Da könnt ihr aber auch jede andere Wickelauflage nehmen. Müsst ihr einfach mal schauen, wie das mit den Maßen passt. Allerdings fand ich die ganz hübsch und habe mich deshalb jetzt für diese hier auch entschieden. Das ist eine Wendewickelauflage. Das heißt, man könnte sie theoretisch auch von der anderen Seite nutzen. Die wäre dann jetzt weiß mit grauen Pünktchen, aber ich fand das mit den Sternen jetzt irgendwie ein bisschen schöner. Und hier drauf befindet sich dann so ein Frotti-Bezug, der von der einen Seite auch so ein bisschen beschichtet ist, damit hier nicht unbedingt alles durchgeht. Im Shop erhaltet ihr dann auch weitere Frotti-Bezüge, dann kann man die sozusagen austauschen. Aber ich denke mal, ich werde es so handhaben, dass ich generell immer noch eine Unterlage hier drauflegen werde von DM oder Rossmann, die man so bekommt. Kaufen kann, die man dann ja auch für unterwegs nutzen wird. Und ansonsten könnt ihr aber auch die ganze Wickelauflage waschen. So, wenn man dann vor der Wickelkommode steht, seht ihr hier jetzt gerade die rechte Seite von mir. Und zwar, wenn ihr euch für diesen Wickelaufsatz von PuppDaddy oder allgemein für eine normale Kommode mit Wickelaufsatz entscheidet, dann müsst ihr damit rechnen, dass hier ein Loch entstehen wird, da die Wickelkommode bzw. der Wickelaufsatz an sich hier hinten einfach ein bisschen übersteht. Und so entsteht dann hier dieses Loch, welches ich persönlich sehr unschön finde. Wir haben das Ganze jetzt so gelöst, wir haben uns einfach ein weißes Regalbrett zuschneiden lassen. Das könnt ihr im Bauhaus machen oder wo auch immer. Und dann hat mein Mann das einfach mit Winkeln hier sozusagen befestigt, damit wir einfach erstmal mehr Abstellfläche haben, und damit natürlich, wenn der Kleine aktiv genug ist, nicht ständig was dahinter schmeißt, und das Ganze wäre auch einfach ein totales Staubloch geworden, denke ich. Deshalb haben wir uns jetzt dazu entschieden, halt hier noch ein Brett drauf zu machen. Das haben wir auch auf beiden Seiten gemacht.
Und dann haben wir uns generell sowieso aus dem Online-Shop noch ein Regal gekauft, um die Seite hier, die offen war, einfach schöner abzuschließen und natürlich auch noch mehr Stauraum zu haben. Werde ich euch ebenfalls auch einmal in der Infobox verlinken. Und dann seht ihr hier ja eine kleine Lampe, so ein kleines Nachtlicht. Kann ich auch mal kurz anmachen. Und das habe ich allerdings aus einem kleinen Laden bei uns aus dem Ort, also kann ich euch leider nicht verlinken, aber solche Lampen bekommt ihr generell ja auch überall anders. Dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir am Anfang mit Wasser waschen wollen und deshalb habe ich mir bei IKEA diese Aufbewahrungsboxen geholt. Das war so ein Set, einfach bestehend aus diesen dreien und noch einen Mülleimer. Und zwar will ich hier dann einfach das Wasser reinmachen, um den Kleinen zu waschen. Hier habe ich dann noch so ein paar Kleinigkeiten verstaut, wie zum Beispiel so Sicherheitswattepads. Oder hier haben wir noch so ein kleines Kuscheltier von Aptamil. Da konnte man sich auch vor der Geburt registrieren, kostenlos. Und da haben wir diesen kleinen Teddybären halt bekommen. Und hier habe ich dann einfach noch so Sachen drin, die wir dann, ja, ich denke mal, im täglichen Gebrauch haben werden. Zum einen einfach eine kleine Haarbürste und Pflegeprodukte und noch so ein Kirschkernkissen. Habe ich hier dann noch so eine Brustwarzensalbe, einfach so die alltäglichen Sachen, die man dann so brauchen wird und noch ein kleines Spielzeug. Ja, und so habe ich das auf dieser Seite hier zunächst einmal organisiert. Auf der anderen Seite befindet sich dann einfach so eine Box. Die habe ich mal bei Kick gefunden. Da habe ich jetzt einfach so Kosmetiktücher reingemacht. Ich weiß noch nicht, inwiefern man die brauchen wird, aber ich fand die Box einfach ganz schön wegen dem Mintgrün, was sich hier in diesem ganzen Raum auf jeden Fall auch widerspiegelt. Also unsere Farben sind generell halt Mintgrün, Weiß und Grau. Und mit dem Holz abgesetzt fand ich diese Box einfach total schön. Dann habe ich jetzt vor kurzem Action diese Box hier gefunden, die ja einfach mal richtig gut dazu passt. Und zwar habe ich hier jetzt einfach unsere Wattepads reingetan. Und zwar hat unsere Hebamme uns empfohlen, dass wir die am Anfang so zur Reinigung benutzen. Einfach halt, wie gesagt, mit Wasser. Und die habe ich jetzt hier zunächst verstaut. Und hier hinten seht ihr dann noch den Mülleimer, der auch zu den IKEA-Aufbewahrungsboxen dazugehört. Ich habe mir gedacht, da kann man dann am Anfang ja so Bodies oder so reintun, wenn die halt ja vielleicht mal vollgepiebit sind oder sowas, dass wir die dann erstmal da reinschmeißen. Also das ist jetzt nicht unser Mülleimer für Windeln, sondern halt wie so eine Art kleine Wäschebox. Über der Wickelkommode haben wir dann dieses Regal hier angebracht. Und zwar ist das auch von IKEA, allerdings gibt es das nicht mehr. Mir fällt jetzt auch gerade nicht der Name ein, aber ich werde euch das trotzdem einmal unten in der Infobox verlinken. Ich habe das Ganze nämlich auch gebraucht bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Habe das Ganze nochmal ein bisschen weiß angestrichen, weil es einfach einen etwas anderen weißen Farbton hatte und dann nicht reingepasst hätte. Und da oben diese Wolke oder diese Wellung habe ich dann einfach mit unserer Wandfarbe angemalt und das hat auch sehr gut gehalten. Hier oben drauf seht ihr dann so ein Licht. Da steht einmal Wunschkind, Liebe. Allerdings sieht man die Liebe nicht, aber Liebe ist vorhanden. also einmal dieses Licht hier. Mit diesem Regal bin ich jetzt noch nicht ganz zu 100% zufrieden. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich hier reintun werde. Hab mir hier jetzt halt erstmal nur so, so Dekoartikel reingestellt. Zum Beispiel hier einfach so ein Gläschen mit mintgrünen Steinchen drin. Hier dann eine zuckersüße Käppi. Also die lasse ich, denke ich mal, auch hier drin stehen. Das dauert noch ein bisschen, bis ihm die passen wird, aber die ist auf jeden Fall sehr niedlich. Dann halt so eine kleine Sonnenbrille, eine CD mit Kindermusik drauf und hier dann, finde ich auch ganz goldig, halt so kleine Schüchchen. Ja, und das sind jetzt so die Sachen, die wir hier
reingestellt haben. Und hier oben über der Wickelkommode befindet sich dann unsere Wärmelampe, für die wir uns entschieden haben. Die ist jetzt von Rear. Die hat drei verschiedene Heizstufen, beziehungsweise zwei. Und ich glaube, das wird ganz angenehm sein für den Kleinen dann hier, der auf der Wickelauflage liegt. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass wir die auf jeden Fall aufhängen werden. So, und nun kommen wir zum Inhalt unserer Schubladen. Ich denke, das interessiert auch sehr viele. Und kommt mal mit, da zeige ich euch jetzt auch nochmal, wie wir das Ganze organisiert haben. So, in der allerersten Schublade befinden sich dann unsere Newborn-Windeln. Ich habe die jetzt alle aus unserer Windeltorte entnommen. Und zwar sind das einfach diese ganz kleinen Pampers, die ich jetzt einfach aufgewickelt habe. Ich denke, so passt hier einfach am meisten davon rein. Dann befinden sich hier noch Wickelunterlagen, die ich zum einen dann ja jeweils hier unterlegen werde, aber auch in unserer Wickeltasche natürlich habe. Und dann habe ich hier einfach noch so ein paar kleine Waschlappen drin, die habe ich von IKEA. In der zweiten Schublade befinden sich dann einfach so ein paar Pflegeartikel, wie hier zum Beispiel eine Pflegelotion von Bübchen oder ein kleines Shampoo. Allerdings sind das halt Produkte, die wir erst später, denke ich mal, benötigen werden. Dann habe ich hier noch ein paar Müllbeutel drin für unseren Diaper Champ. Und dann habe ich hier noch sowas wie Nuckel drin. Da werde ich eine Packung auf jeden Fall noch mit ins Krankenhaus nehmen. Ein kleines Fläschchen, das wir ja vielleicht benötigen, falls ich nicht stillen sollte, weshalb auch immer. Und dann einfach nochmal zwei verschiedene paar Stilleinlagen, also halt so Produkte für mich selber. Und hier hinten habe ich dann noch so eine Box mit so Krimskrams. Das waren alles so so kleine Pröbchen, die man ja geschenkt bekommt, wenn man sich in verschiedenen Babyclubs anmeldet. Und ja, mal gucken, inwieweit wir die dann mal austesten werden. Weiter geht es dann mit einer Schublade, wo ich hier einmal so kleine Mützchen verstaut habe. Oder hier auch ganz süß so ein paar Schüchchen dann schon mal für den Winter. Und hier habe ich einfach alles Mögliche an Strumpfhosen drin und an Söckchen. Also das ist eine ziemlich volle Kiste. Und das sind so die Sachen, die ich jetzt hier verstaut habe. Und hier oben in der letzten Schublade befinden sich dann schon Bodies. Und zwar habe ich die extra für meinen Mann, habe ich hier gebastelt, so kleine Aufsteller, damit er ja auch einfach weiß, was wo einsortiert ist, da er da einfach nicht so den Überblick haben wird. Natürlich wird das auch mit der Zeit kommen, aber als Starthilfe habe ich ihm jetzt überall so kleine Dinger hier reingelegt. Und zwar habe ich hier einmal Bodies drin in der Größe 56. Langarm und Kurzarm einfach kreuz und quer. Die habe ich auch einfach so organisiert, dass ich immer gleich sehe, welches Motiv da drauf ist und um welches es sich da handelt. Und dann hier nochmal Bodies in der Größe 62 und 68, ebenfalls Langarm und auch Kurzarm. Eine Etage tiefer geht es dann weiter mit Babyklamotten. Auch hier habe ich wieder meine Zettelchen aufgestellt. Und zwar habe ich hier einmal Mini. Das ist, das bedeutet, dass hier wirklich so ganz, ganz kleine Bodies drin sind. Das ist dann Größe, obwohl das ist jetzt 50, 56, aber auch wirklich so Frühchenklamotten. Obwohl wir die jetzt schon fast gar nicht mehr brauchen werden, denke ich, da ich ja schon in der 38. Schwangerschaftswoche bin. Aber vorsichtshalber habe ich hier halt so eine kleine Auswahl mir zugelegt. Hier befinden sich dann alles so in Größe 56, also einmal so kleine Pullis oder auch kleine Höschen und alles wie gesagt in Größe 56 und ich denke mal, das wird er dann zum Anfang hin auch hoffentlich tragen können. Daneben befinden sich dann alles in Größe 62, 68, also auch schon eine kleine Nummer größer. Auch dann jeweils Hosen und T-Shirts und Pullover
habe ich hier auch extra nochmal aufgemalt. Und hier habe ich dann einfach alles, was wir so an Schlafanzüge haben, in der Größe 56 bis 68. Das ist hier dann so nach Größe sortiert. Alles, was wir so an Schlafanzüge und Strampler haben. In der Schublade daneben habe ich dann zunächst einmal alle meine Molton-Tücher und Spucktücher verstaut, also ganz verschiedene Größen oder auch Dicken, hier etwas festere und hier dann diese ganz leichten mit Muster, ohne Muster, und davon hat man mir gesagt, braucht man sehr viele, deshalb habe ich hier auch eine gewisse Auswahl. Hier habe ich dann unsere Pampers, und zwar ist das jetzt schon die Größe 2. Ich weiß ja nicht, inwiefern wir die brauchen. Oder wie schnell wir die natürlich brauchen. Vielleicht überspringt er auch die Newborn-Windeln und braucht gleich diese. Deshalb haben wir da jetzt 2 Pakete von. Hier habe ich dann einmal unsere Lilly-Du-Windeln. Die gab es ja jetzt auch bei DM. Und da habe ich mir gedacht, probieren wir die doch natürlich auch mal aus. Die sollen ja sehr gut sein. Und da bin ich auch auf jeden Fall schon gespannt. Da habe ich mir jetzt halt ein Paket zugelegt in Größe 2. Und dann habe ich hier einfach eine Auswahl an Feuchttüchern. Für zu Hause werde ich die jetzt nicht nutzen, da wir halt, wie gesagt, mit Wasser waschen wollen. Aber so für unterwegs haben wir uns die halt zugelegt. Und hier sind dann auch nochmal so 2 Pampers in Größe 2. Die waren auch aus irgendeiner Geschenkbox. Und ganz unten in der Schublade habe ich dann einfach noch so Produkte verstaut, wie einen Sterilisator oder hier so ein Milchwärmer oder Aufwärmer. Dann unser Babyfon, noch ein paar weitere Wickelunterlagen. Und hier habe ich halt für mich ein paar Maxi-Binden fürs Wochenbett. Und hier auch nochmal ein paar Pflegetücher. Und dann unsere letzte Schublade. Und zwar habe ich hier einfach unsere Handtücher verstaut. Das sind diese ganz klassischen mit so einem Mützchen oben dran. Die haben wir von meiner Schwägerin geschenkt bekommen. Da haben wir jetzt ein paar, also erstmal ausreichend auf jeden Fall für den Anfang. Dann habe ich hier noch ein paar weitere Waschlappen drin. Die sind von Ikea. Dann von Rossmann diese süße kleine Kulturtasche. Da waren ja auch ein paar Pröbchen drin. Da habe ich euch auch ein Video zu gemacht. Kann ich euch gerne nochmal verlinken. Dann habe ich hier einen weiteren Bezug drin, das ist für ein Stillkissen, ein paar Deckchen und hier habe ich dann noch so ein, das kommt in den Maxi-Cosi rein, ich glaube den nennt man Swaddle oder Swaddle oder irgendwie sowas, und dann noch von DM dieses Stilltuch und ja, genau. So ihr Lieben, und das war jetzt unsere Wickelkommode. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir doch sehr gerne mal in die Kommentare, falls ich irgendwie was vergessen habe oder ich irgendwie was besser organisieren könnte. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich denke mal, das gibt sich alles so mit der Zeit, wenn man in der Praxis alles so ein bisschen angewandt hat, aber ja, so fürs Erste habe ich mir gedacht, ist es vielleicht am schlauesten, das Ganze jetzt so zu organisieren. Und ja, das ist natürlich nur der erste Teil gewesen aus unserem Kinderzimmer. Es wird auf jeden Fall noch eine finale Roomtour geben. Allerdings müsst ihr euch da noch einen ganz kleinen Moment gedulden, denn hier ist an einigen Stellen der Name von unserem kleinen Mann vertreten und den möchte ich definitiv erst bekannt geben, wenn er auf der Welt ist. Also habt euch da noch so ein bisschen Geduld, aber die wird auf jeden Fall kommen. Und bevor ich es vergesse, da oben habe ich ja noch ein kleines Regal. Da ist noch ein kleiner Zug drauf. Und der ist von Little Dutch. Den Shop werde ich euch natürlich auch ebenfalls noch einmal in der Infobox verlinken. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder hinterlasst mir auch gerne ein kostenloses Abo. Falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!